eine Problem ist, dass irgendwie in den Köpfen rumschwabert, dass man jede Behinderung sehen würde und dass man sich schon mal nicht vorstellen kann, dass jemand normal aussehen kann und trotzdem schwerbehindert sein könnte. Wo Leute eben einfach denken, wenn man so ein Café betritt oder einen Laden betritt, warum bringt die jetzt ihren Hund mit? Der beißt doch, kommt ganz oft, der Hund beißt. Ein Hund beißt, also, aber es beißt kaum ein Hund und die Assistenzhunde schon mal gar nicht. Also ich bin gesetzlich blind bzw. sehr stark seheingeschränkt. Das ist vor 10 oder 12 Jahren erst passiert. Relativ kurzfristig hatte ich einen sehr starken Sehverlust. So von heute auf morgen innerhalb eines Jahres ging das ganz rapide bergab. Und kurz drauf, als es dann so schlecht geworden ist, habe ich mir überlegt, ich muss irgendwas für mich tun. Ich wohne im ländlichen Bereich. Ich wohne im nördlichen Sauerland, in Warstein. Und bin überhaupt nicht in der Lage, alleine irgendwo von A nach B zu kommen. Also ohne meinen Mann, ohne irgendwen zu fragen, bin ich nicht in der Lage gewesen, irgendwo hinzukommen. Und dann ist Anton gekommen. Der Hund hat für mich Lebensqualität wiedergegeben. Er hat mir andere Sicht des Lebens gezeigt, ganz andere Sicht des Lebens. Und hat mir eigentlich Tore und Türen geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Also wenn ich auf eine Treppe zulaufe, kann ich nicht erkennen, wo die Treppe beginnt. Für mich ist das nur eine Fläche, die ich sehe. Wenn ich jetzt quasi nach unten schaue und schaue die Treppe runter, sehe ich keine Stufen, sondern ich sehe eine dunkle Masse. Und das heißt, sobald ich auf eine Treppe zulaufe, bleibt der Hund an der obersten Stufe, bevor es losgeht, bleibt er stehen. Er warnt mich damit, so, es geht wirklich hier nicht weiter. Und erst dann, wenn ich sage, jetzt gehen wir die Treppe runter, dann begleitet er mich bis nach unten ganz vorsichtig die Treppe runter. Ich glaube, ohne den Anton würde ich heute hier nicht so selbstbewusst sitzen und würde das Leben so genießen können. Es ist so toll, ich kann ja mit dem Anton alles machen. Ich kann sogar in die Kirche gehen, ich kann am Gottesdienst teilnehmen. Ich kann ja Dinge machen, die natürlich jemand anderes nicht unbedingt machen kann. Aber ich möchte einfach damit zeigen, das ist mein Hilfsmittel. Den brauche ich, um am normalen Leben teilzuhaben. Mein Hund ist meine allerbeste Mobilitätshilfe. Sie führt mich ganz automatisch um alle Hindernisse herum, seien es Poller oder im Weg abgestellte Fahrräder oder aber auch Hindernisse in Kopfhöhe, die ich auch mit einem Stock nicht mal erwischen könnte, zum Beispiel eben Schilder oder niedrig hängende Äste. Sie kann mir Treppen anzeigen, führt mich auch sicher Treppen hoch, Treppen runter. Sie verweigert Abgründe, das ist sehr, sehr wichtig. Falls wirklich Gefahr droht, verweigert der Blindenführhund intelligent. Das heißt, er versperrt mir den Weg. Er umschifft eigenständig Baustellen. Also wenn er eine Vollsperrung im Weg bemerkt, dann wechselt er zum Beispiel zur Not auch eigenständig die Straßenseite oder sucht sich sonst einen sicheren Weg dran vorbei. Er zeigt Freisitzplätze im Bus an, Fahrstühle, Briefkästen. Hier vorbei. Super, fein gemacht. Sehr schön. Super fein. Ich kann rausgehen, wann ich das möchte und wann mir danach ist. Diese Selbstbestimmtheit und diese Freiheit, selbstbestimmt wieder zu leben. Wenn man zum Beispiel
Straßen überquert und viel Verkehr ist. Und da ist eine Ampel, er findet die Ampel und er bringt mich sicher zur Bordsteinkante und hilft mir auch, die Straße sicher zu überqueren. Also Pfotenpiloten für mich selber war eine Wahnsinnserfahrung, weil ich ja, mein Fokus war nur auf Blindenführhunde. Ich war auf gar keine anderen Assistenzhunde fokussiert, habe aber durch diese Organisation im Prinzip viele Menschen mit anderen Beeinträchtigungen kennengelernt. Und ich muss sagen, ich mache mich jetzt auch kleiner, weil ich weiß, in wie vielen anderen Bereichen Assistenzhunde wahnsinnige Leistungen abliefern. Und es war so schön zu sehen, dass eben nicht nur Menschen, die blind sind, profitieren von so einem vierbeinigen treuen Freund, sondern eben, dass es ganz viele Bereiche gibt im Autismus, bei Epilepsie, bei Diabetikern, bei Rollstuhlfahrern und vielen anderen Erkrankungen mehr, wo diese Tiere Unglaubliches leisten und den Menschen eine Brücke bauen zurück in eine Art Normalität. Eines Tages kam in meinem Wahlkreis eine junge Frau in meinem Büro. Die war in Begleitung einer Hündin namens Hilda. Und die schilderte mir dann ihre Situation, die sie hat aufgrund ihres Asperger-Syndroms, was sie hat, und wie ihr Hund ihr dabei hilft. Und da muss ich sagen, das hat mich total beeindruckt. Ich bin ehrlich, ich hatte da vorher auch noch nicht wirklich von gehört, dass Hunde solche Eigenschaften haben. Als Blindenführhunde kannte man das natürlich, aber dass Hunde solche Eigenschaften haben, auch besondere Krankheiten assistieren zu können, den Menschen helfen zu können, besseres Leben zu machen, das hat mich, muss ich sagen, echt schwer beeindruckt. Und das war für mich persönlich so der Auftakt in dieses Thema rein, dass ich dann mit großer Freude auch weiter begleitet habe. Ich habe eine seltene Herz-Kreislauf-Erkrankung und wenn sich dort bestimmte Dinge verschlechtern, ist das wichtig, dass ich das schnell bemerke, was ich aber selber nicht kann. Und die Hightech, die bei mir implantiert ist, die kann das auch nicht feststellen und dann kann es schnell richtig gefährlich werden. Und Marsha kann das aber anzeigen, die bemerkt das viel früher und dann habe ich noch genug Zeit, ein Notfallmedikament zu nehmen oder halt auch zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter, ich muss jetzt Pause machen, bis sich das beruhigt hat, damit das nicht in der Notaufnahme endet. Zum Teil ist es so, genau das, also dass sie mich bewacht und dass sie im Prinzip diese Werte immer im Blick hat. Aber da hängt noch eine ganze Menge mit dran. Also, dass sie zum Beispiel, wenn das ganz eskaliert ist und ich mir nicht mehr helfen kann, dass sie auch einen Notruf auslösen kann oder Medikamente holen kann. Oder damit einhergehend mit dieser Erkrankung ist es auch so, dass manchmal das Sehen beeinträchtigt wird, so ganz plötzlich. Und deshalb sperrt sie auch immer Straßen. Dass man, also ich kann immer nur über eine Straße gehen, wenn ich es freigegeben habe, weil sie jede Straße sperrt, dass ich nicht versehentlich einfach rüberlaufen würde. Also die Arbeit von Marsha unterscheidet sich dahingegen von den Blinden für Hunde, dass sie im Prinzip einen Gesundheitszustand überwacht und bei Zeiten anzeigen muss, wenn sich eine Krise anbahnt. Zum Beispiel, wenn man eine Treppe hochgeht und das wird zu anstrengend, dass sie das schnell bemerkt und verhindert, dass man in diese Anstrengung reinläuft und das dadurch halt verschlimmern würde. Und ein Blinden für Hund, der würde ja, also der, man geht aus dem Haus und dann spult der ja ein festes Programm. Der zeigt immer eine Treppe an, macht immer dies, immer das. Und Marsha muss sich immer darauf einstellen, was ich gerade treibe, muss sie ein Stück im Blick behalten und sich anpassen dann. Ich habe gerade aktuell die Schilderung einer Dame bekommen, die mir geschrieben hat, dass ihr Assistenzhund ihr das Leben gerettet hat. Sie hatte ein Anfallsleiden, der Hund hat sie rechtzeitig gewarnt, der Hund hat Hilfe geholt. So, und das können menschliche Assistenzen nur sehr begrenzt. Übrigens auch da, wenn sie bei dem frühzeitigen Erkennen möglicher Anfallsleiden sich hinsetzen,
in eine andere Richtung gehen, aus dem Straßenverkehr raus. Und Sie müssen dann nicht auf die Intensivstation, nicht auf die Unfallstation. Dann spart auch das schon ganz viel Geld. Ganz abgesehen davon, dass Ihr persönliches Leid Ihnen erspart bleibt. Der Blindenführhund ist ja einigermaßen bekannt. Den kennt man, weil der von den Krankenkassen finanziert wird. Ist der ein bisschen häufiger. Aber bei den anderen Assistenzhundarten, A, kennen es die Leute zum Teil einfach noch nicht. Und dann hat man auch viele Beeinträchtigungen, die unsichtbar sind. Also ob das Epilepsie, also irgendwie Anfallkrankheiten sind, Allergien, Diabetes, Autismus sogar auch. Das sieht man den Menschen nicht an. Und dann kommt da ein Mensch, der gesund aussieht und auf einmal so einen Assistenzhund hat. Und dann werden die Leute oft sehr angefeindet, weil die doch viele Leute sich dann zu Vorurteilen hinreißen lassen und glauben, sie könnten das irgendwie beurteilen. Das ist einfach eine Aufklärungssache. Es geht um einen Hund, der extrem gut ausgebildet ist, von daher bewunderungswürdig. Es geht aber auch um einen Menschen, der aus verschiedenen Gründen, den schwarzen Peter vielleicht gezogen hat oder irgendwie mit einer großen Behinderung oder einer schweren Einschränkung zu leben hat und der aber sagt, nee, ich gucke jetzt, wie ich damit zurechtkomme und ich gucke, wie ich die größte Unabhängigkeit und die beste Lebensqualität aus meinem Leben heraushole. Ich lasse mich jetzt nicht irgendwie hängen und sage, das ist mir zu schwierig, sondern ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein und möchte ins Leben zurück. Und von daher ist es auch so wichtig zu verstehen, dass im Grunde genommen ist ganz viel von diesem Konzept hat damit zu tun, Menschen, die den Nachteil einer Behinderung haben, sicherzustellen, dass sie am Leben teilhaben können, so wie wir auch. Wir haben ein Thema, das funktioniert. Das ist menschlich und auch wirtschaftlich und aus vielen Gründen top. Was braucht denn jede Seite, damit wir damit vorwärts kommen, damit wir damit klarkommen? Leider ist das Wissen über das, was Assistenzhunde wirklich leisten und wie wichtig sie sind für Menschen mit Behinderungen, noch gar nicht so bekannt. Und das muss sich wirklich ändern, weil Assistenzhunde sind gerade für die Mobilität und auch für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen total wichtig. Dass sie beispielsweise mit Unterstützung zur Ärztin, zum Arzt kommen, dass sie beispielsweise auch selbstbestimmt im Lebensmittelgeschäft einkaufen können, dass sie auch Rehabilitationsmaßnahmen beispielsweise in Kurkliniken erfolgreich absolvieren können. Diese Hunde leisten wirklich viel und sie sind darüber hinaus eine große Stütze, auch gerade für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass das Wissen über die Assistenzhunde, ähnlich wie auch das Wissen über Blindenführhunde, noch weiter nach vorne kommt, damit auch die Menschen nicht mehr die Probleme haben, immer wieder erklären zu müssen, warum sie jetzt mit so einem Hund gerade unterwegs sind und warum sie gerade mit dem Hund beispielsweise ins Kino oder ins Theater müssen. Man hat einen Termin. Ich habe ganz normale Termine, wie jeder andere Mensch auch. Ich muss dann und dann dort sein. Versuche dann pünktlich da zu sein und es hapert daran, dass mich ein Taxifahrer nicht mitnehmen möchte. Und das ist wirklich nicht schön. Also bis sich dann irgendwann vielleicht dann doch mal jemand erbarmt, mich mitzunehmen, aber das ist sehr erniedrigend. Also das tut weh und man fühlt sich wirklich diskriminiert in dem Moment. Also ich habe eine Situation mal selber erlebt, die ich ganz, ganz schrecklich fand. Eine Freundin von mir ist schwer erkrankt und ich musste davon ausgehen, dass das ihre letzten Tage sind und bin fast 300 Kilometer gefahren, um sie im Krankenhaus zu besuchen. Und obwohl sie ein Einzelzimmer hatte, obwohl der Stationsarzt perfekt aufgeklärt wurde, es gab auch keine offenen Wunden, überhaupt keinen Grund, es war keine Intensivstation, war das so, dass ich nicht zu ihr durfte, weil ich Marsha dabei hatte. Und das fand ich total grausam. Es gab überhaupt keinen Sachgrund, weil die Hygiene nicht das Thema ist. Mein Appell wäre, ganz offensiv damit umzugehen, welche Qualität diese Assistenztiere haben für das Leben der Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt und darauf hinzuweisen, dass es hier nicht um einzelne Rechte geht, sondern es geht im Grunde darum, verfassungsrechtliche Grundsätze in diesem Land, nämlich aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz, viel älter als das Bundesteilhabegesetz, viel älter als die UN-Behindertenrechtskonvention, seit 26 Jahren im Grundgesetz verankert. Kein Mensch darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden, umzusetzen. Das ist Rechtsstaats-DNA. Das ist ein Anspruch, den wir alle haben. Und ganz ehrlich, selbst in Krankenhäusern werden Assistenztiere mittlerweile breit eingesetzt. Sie können einen Hygieneraum lassen, aber es gibt in der Bäckerei, in der Fleischerei eigentlich keinen Grund, aus hygienischen Gründen davon Abstand zu nehmen. Und dafür muss man offensiv werben. Da brauchen wir einen Wandel in der Gesellschaft, auch im Bewusstsein. Also ich persönlich finde, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung ist, wenn der Assistenzhund dabei sein kann, aus drei Gründen.
Die Patientin ist entspannt, weiß genau, der Hund zeigt ihre gesundheitliche Gefährdung an, wenn eine eintreten sollte, vielleicht hervorgerufen durch den Stress beim Zahnarzt, durch die Aufregung. Der Hund liegt da entspannt und ist nicht im Weg und macht in aller Ruhe und im Hintergrund seine Aufgabe. Und ich als Zahnarzt kann mir also auch sicher sein, dass ich einfach so entspannt wie möglich eine so gesund wie mögliche Patientin behandeln kann. Es ist so, als Mikrobiom bezeichnen wir jetzt heute die Gesamtheit der mikrobiellen Besiedlung eines Organismus. Ja, das heißt also, Menschen sind reichlichst mit Bakterien besiedelt und Pilzen, die sitzen hauptsächlich im Darm, aber keineswegs nur. Auch unsere Haut ist besiedelt, unser Nasenrachenraum, die Genitalien. Und das ist immer eine ganz spezielle Zusammensetzung. Die sind also nicht überall gleich, würde ich damit sagen. Und das nennt man Mikrobiom. Und je divergenter jetzt Mikrobiome sind, also je unterschiedlicher sie in ihrer Zusammensetzung sind, desto größer ist das Risiko, dass es zu Infektionen kommen kann. Und bei Hunden ist es eben der große Vorteil, dass also, wenn man das jetzt schätzt als Hausnummer, dürfte die Identität der Mikrobiome oder die Ähnlichkeit, sage ich mal, bei 99,9% liegen. Und das heißt also, es ist praktisch kein Unterschied, ob ich jetzt einen anderen Menschen zu mir nehme oder einen Hund. Wenn Sie den Eindruck haben, der Hund verliert hier Haare oder es tropft vielleicht Speichel zu Boden, dann müssen Sie es halt eben wegmachen. Wir haben Flächendesinfektionsmittel, wir haben Fußbodendesinfektionsmittel. Das gehört halt dazu. Also wenn ein Hund in der Praxis ist, kann es natürlich auch sein, dass das ein oder andere Haar zu Boden fällt. Dann muss es weggemacht werden und gut ist. Viele denken, ein Hund ist unhygienisch, ein Hund ist dreckig, ist staubig und es ist einfach unangenehm, aber das ist nicht so. Unsere Hunde sind gepflegt, die sind sauber, die sind einfach Wesen, die nicht dreckiger sind, als wenn ich über die Straße gehe mit meinen Schuhen und irgendwo ein Haus betrete. Das ist kein Unterschied. Wenn Assistenzhunde zum Beispiel in den Supermarkt gehen, und die Menschen sagen, das Tier muss draußen bleiben, weil es ist ja unhygienisch. Und nein, ich kann da jetzt sagen, nee Leute, da seid ihr falsch gewickelt. Der Hund kann überall hin, wo Menschen mit Straßenschuhen reingehen, kann ein Hund auch rein. Das EU-Recht sieht grundsätzlich vor, die Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit obliegt dem Lebensmittelunternehmer. Er ist im Grunde gehalten, dass keine Tiere in Räume gelangen, in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt oder gelagert werden. Dazu zählen auch die Geschäftszimmer von Lebensmittelgeschäften. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich auch eine Ausnahme im EU-Recht. Und da ist das Mitführen von Assistenzhunden durch behinderte Personen zulässig. Ja, das ist einfach eine Ausnahme, die gewährt werden kann, weil alles andere nicht vertretbar wäre. Also künftig wird es so sein, dass ich mit meinem Assistenzhund überall dort ein Zugangsrecht habe, wo der Raum öffentlich ist. Also beispielsweise ist es in einem Restaurant so, da darf typischerweise jeder hin. Es sei denn, es ist ausnahmsweise mal eine geschlossene Veranstaltung, dann darf ich auch dort mit meinem Assistenzhund hin. Oder ich möchte in irgendeine Behörde, dann ist es auch dort so, da darf grundsätzlich jeder hin und ich darf auch hier damit mit meinem Assistenzhund hin. Das gilt auch für Krankenhäuser und so weiter. Also ich denke, es ist schön, dass das Gesetz es geschafft hat. Es hätte ja auch jetzt kurz vor den Wahlen, wenn es da noch mal rausgerutscht wäre, dann wären es wieder 4 Jahre gewesen. Von daher ist es schön, dass es geschafft wurde. Es ist auch schön, dass es an den Zutrittsrechten verankert ist. Das finde ich sehr gut. Ultimativ aber denke ich, die Probleme sind eigentlich sehr banal und sehr klein. Und das ist was man mit Aufklärung sehr leicht lösen kann und auch besser, weil ultimativ sind die Barrieren in den Köpfen, dass die Leute das Thema verstehen müssen. Sowas kann man eigentlich mit einem Gesetz begrenzt jetzt weg verorten, sage ich mal. Sondern wenn die Leute das Thema verstehen, ich habe es bisher ganz selten erlebt, dass man, wenn man das Thema richtig erklärt und dass die Leute es auch verstehen, dass sie auch verstehen, nein, Hygiene ist kein Problem. Die Hunde dürfen auch in Bereiche, wo andere Hunde nicht hin können, aufgrund des Bedarfs, aufgrund der Ausbildung, dass die Barrieren ganz von alleine weggehen. Also
die Leute wollen das ja auch unterstützen, aber sind halt einfach oft unsicher, ob sie es dürfen. Viele Menschen kennen die Wheelmap, das ist eine App für RollstuhlfahrerInnen, wo sie Barrieren schon im Vorfeld sehen können. Das Ganze wollten wir ein bisschen übertragen und ist jetzt übertragen mit der DocMap. Dort kann man sehen, wie ist denn jetzt der Zutritt, wenn man einen Assistenzhund hat. Man kann eintragen, ist der Ort allgemein hundefreundlich, dürfen dort nur Assistenzhunde rein oder ist dort eine Barriere und es dürfen noch nicht mal Assistenzhunde rein. Und diese Orte werden dann in Rot markiert. Die ganzen grünen Punkte sind Punkte, wo ich mit allen Hunden rein kann. Und orangene Punkte sind Orte, an denen ich mit Assistenzhund rein kann. St. Maria ist eine evangelische Kirchengemeinde. Alle katholischen und evangelischen Kirchen erlauben Assistenzhunden den Zutritt. Das heißt, ich kann jetzt hier raufgehen, sage, nur Assistenzhunde erlaubt. Und das ist dann jetzt hier eingetragen und wird auch sofort in der Map angezeigt. Wenn ich jetzt in einer Stadt bin, in der ich mich nicht so auskenne wie jetzt in meinem Heimatviertel, dann mache ich die App auf, schaue mal, okay, wie sieht es hier aus, wenn ich einkaufen will und ich will jetzt sicher sein, ich möchte jetzt aber überhaupt keinen Stress, ich habe jetzt keine Lust, wieder allen Leuten erklären zu müssen, dass ich mit Assistenz und rein möchte, dann schaue ich, wo ist hier ein Laden, wo ich reinkam, wo es markiert, okay, Assistenzhunde dürfen hier safe rein und dann suche ich mir das aus und gehe dahin und habe keine Probleme beim Einkaufen zum Beispiel jetzt. Ja. Grüß Gott. Guten Morgen. Also eigentlich ist das ja ein Konzept, was für alle Seiten funktioniert. Na, also manchmal sagen Leute, oh, der Hund, der muss jetzt arbeiten. Das ist doch nicht gerecht dem Tier gegenüber. Aber ein gutes Team, und damit meine ich ein Team, wo wirklich auch eine Partnerschaft etabliert wurde zwischen Mensch und Hund, ist für einen Hund das Allergrößte. Also ein Hund ist so viel zufriedener, gebraucht zu werden. Das sind ja sehr soziale Wesen. Und die Enge, mit der ein Assistenzhund mit seinem Halter oder seiner Halterin zusammenlebt, das ist das Größte für einen Hund. Und wenn er dann weiß, man merkt das den Tieren auch richtig an, wenn sie wissen, sie kriegen jetzt das Führgeschirr an und sie führen ihren Menschen. Oder sie können ihren Menschen vor einer Gefahr schützen. Das ist das Größte. Richtig. Na fein, siehst du, dann hätte ich dich auch verstanden. Mein Hund ist ja tatsächlich mein Lebenspartner. Ich verbringe mit keinem Menschen so viel Zeit wie mit meinem tierischen Hilfsmittel. Wir verbringen 24 Stunden zusammen. Ich vertraue ihr tagtäglich mein Leben an, wenn wir durch die Stadt navigieren zusammen. Und dafür versuche ich ihr eine schöne Freizeit zu machen. Wir gehen total gerne zusammen spazieren. Wir spielen zu Hause ganz gerne Tau ziehen oder mit Kuscheltieren und wir kuscheln natürlich auch selber gern zusammen. Das ist eine ganz tief empfundene Dankbarkeit und ich hatte vor Marsha auch normale Familienhunde und ich kann mit Sicherheit sagen, dass das Verhältnis ein anderes ist, weil wir ja sehr eng zusammenleben und ich versuche einfach das Leben für Marsha auch so schön wie möglich zu machen, dass ich einfach gucke, worauf hat mein Hund Lust, was macht er gerne. Wir fahren auch aus Präventionszwecken zur Physiotherapie, damit immer mal geguckt wird, dass sie nicht verspannt, weil sie natürlich häufiger hochgucken. Und ja, es ist einfach so, ich sage das auch immer so, ich möchte, dass mein Hund ein total schönes Leben hat. So, weil was der macht, das kann ich gar nicht genug danken. Und es hilft einfach immer, sich zusammenzutun, zusammenzukämpfen. Wobei, wir wollen ja gar nicht wirklich kämpfen, wir wollen ja einfach nur erklären. Und ich finde das, ich empfinde das als unglaublich bereichernd, auch von den Erfahrungen der anderen AssistenzhundhalterInnen zu hören. Ich bin deshalb bei den Pfotenpiloten hängen geblieben, weil ich das so wohltuend fand, dass diese Situation, wenn man auf Barrieren stößt, nicht mit Aggressionen beantwortet wird, sondern dass man davon ausgeht, dass andere Menschen so reagieren, weil sie es nicht besser wissen und dass man über Aufklärung arbeiten muss. Ich bin stolz drauf, Botschafterin für die Pfotenpiloten zu sein, um das einfach der normalen Bevölkerung ein bisschen näher zu bringen und da auch eine gewisse Normalität für die im Umgang mit Assistenzhunden zu entwickeln.